Hallo Pilzfreunde, ich bin heute wieder im schwedischen Wald unterwegs und schauen hier mal, was hier wächst. Es hat die letzte Nacht noch mal geregnet, war die Woche davor trocken und davor hat es aber auch geregnet. An den Wegesrändern. Da lohnt sich das Suchen nach Pfifferlingen sehr häufig, denn hier habe ich jetzt sogar schon welche entdeckt. Sind jetzt nicht allzu schön, wurden auch schon abgefressen. Ich bin mir sicher, wir finden auch noch schönere, sind auch noch relativ klein. Hier wächst jetzt auch ein Hexenröhrling oder sogar zwei sind hier zusammengewachsen. Die sind noch relativ jung, haben aber auch schon diesen nach oben stehenden Hutrand. Aber die standen gestern meines Erachtens noch nicht da. Deswegen könnte es auch sein, dass die über Nacht jetzt hervorgekommen sind. Sieht man auch schon die bläuliche Verfärbung an den Röhren, den rot geflockten Stiel, diesen bräunlichen Hut, der variiert manchmal so ein bisschen, der kann manchmal so gelblich sein, aber meistens ist er wirklich sehr braun und bei trockenem Wetter auch so lederartig. Wenn es jetzt komplett geregnet hat, dann glänzt er auch, aber ja, und er hat diese orangenen Poren hier. An Schnittstellen bläut er auch. Wirklich ein einfach zu bestimmender Speisepilz. Sollte man auf jeden Fall aber auch lange genug kochen, damit, denn der Pilz ist im rohen Zustand giftig. Der Wald ist wirklich schön moosig hier. Hier hält sich auch nach einiger Zeit die Feuchte. Und hier konnte ich jetzt einen Täubling finden. Den lasse ich aber stehen. Der ist mir ja schon zu angefressen. Bei Täublingen kann man ja den Geschmackstest machen. Da gibt es wirklich sehr viele Arten und die sind wirklich schwer voneinander zu unterscheiden. Aber wenn man sich sicher ist, dass man einen Täubling hat, dann kann man den Geschmackstest machen. Sollte man aber wirklich sehr, sehr sicher sein, denn man sollte jetzt keinen Giftpilz probieren. Der hat einen sehr brüchigen, der ist sehr brüchig vom Fleisch, auch sehr fest. Also der fasert nicht längs oder so. Wenn ich hier abbreche, bröckelt das so. Und der hat auch häufig hier in der Mitte so eine Delle nach unten. Und meistens spröde Lamellen, da gibt es aber auch Ausnahmen, da gibt es den Frauentäubling, den erkennt man daran, dass er biegsame Lamellen hat. Ja, und wenn diese Merkmale dann stimmen, der Pilz hat auch keinen Ring oder eine Knolle oder irgend sowas. Das ist also ein glatter Stiel hier. Ja, und wenn man diesen Test macht, dann nimmt man sich ein Stück vom Hut, am besten, oder geht auch vom Stiel und probiert das. Und wenn es scharf oder bitter schmeckt, ist der Pilz giftig.
Und wenn es nicht scharf oder bitter schmeckt, dann ist der Pilz essbar. Man sollte das Stück auf jeden Fall dann ausspucken, also nicht hinterschlucken, weil im rohen Zustand sollte man die nicht essen. Jetzt kommt hier sogar noch die Sonne raus. Der Wald ist wirklich wieder richtig nass. Der war jetzt nach einer Woche ohne Regen ziemlich trocken. Gab aber trotzdem einige Steinpilze. Aber es freut die Pilze auf jeden Fall. Ich habe den Pilz jetzt probiert und er war mild. Das heißt, den können wir mitnehmen. Ich habe ja auch ein Pilzmesser. Ich säuber die meistens schon grob vor Ort, damit der gröbste Dreck ab ist und auch die größten Fraßstellen kann man mit abschneiden. Man muss ja nicht den ganzen Dreck mit nach Hause schleppen. Da ist dieses Exemplar vermutlich auch essbar. Stand hier gleich daneben. Und da sollte man vielleicht auch noch sicherheitshalber den Geschmackstest machen. Denn es kann natürlich auch mal ein giftiger daneben wachsen. Ich gehe auch meistens gar nicht so weit vom Weg weg. Viele Pilze wachsen wirklich am Wegesrand. Und wenn man da genau hinschaut, hier habe ich jetzt Glück gehabt. Hier stehen wieder Pfifferlinge. Die nehme ich auch schon ein paar mit. Hier sieht man gut die Leisten, keine Lamellen. Der Pilz hat auch innen weißes Fleisch und diesen gelben Hut. Die brauchen wirklich ziemlich lange zum Wachsen. Da muss es über längere Zeit feucht genug bleiben. Und da sehe ich auch schon die nächsten. Die sehen auch von der Größe her schon ganz gut aus. Ich lasse auch immer so ein paar drumherum stehen. Schönes festes Exemplar hier. Die lasse ich vielleicht sogar stehen. Obwohl die auch schon groß genug waren. Der sieht etwas vertrocknet aus. Ich denke, den kann man auch hier stehen lassen. Und wenn ihr eine Pfifferlingsstelle hier gefunden habt, schaut euch immer ein bisschen rum. Denn die wachsen wirklich nur sehr selten allein. Die waren hier sogar schon leicht vertrocknet. Und da hat sie da reingeregnet, dann sollte man die lieber nicht mehr sammeln. Hier schon so eingerollt und das ist jetzt wieder aufgeweicht. Sollte man lieber im Wald stehen lassen. Könnten zwar noch gut sein, aber ich lasse lieber stehen. Wir haben jetzt auch schon den nächsten Fund. Das sieht hier nach Ziegenlippe aus. Gelben Röhren. Aber hier sieht man, der wurde abgefressen und der schimmelt auch schon leicht. Sollte man lieber da lassen, auch wenn er jetzt noch ziemlich fest wirkt. Hat diesen leicht olivbräunlichen Hut. Ist hier im Nadelwald. Steht aber auch eine Eiche mit drin.
die sind auch schon ziemlich vertrocknet. Die so ein bisschen von Moos und so bedeckt sind, die halten meistens länger der Trockenheit stand, als die so frei stehen. Hier hat es heute Nacht ganz schön geregnet. Hier ist der Bach wahrscheinlich auch übergetreten. Die Pfifferlinge können zwar auch direkt im Wald wachsen, allerdings ist es schwieriger, hier die Stellen zu finden. Am Wegesrand findet man die wirklich sehr häufig. Hier habe ich jetzt auch die Walderdbeere gefunden. Ich bin hier gerade abseits der Wege unterwegs, in so einem sehr feuchten Gebiet. Hier drüben ist auch noch ein Bachlauf. Hier unten ist es wie eine Senke und hier sammelt sich das Wasser. Und hier habe ich jetzt wirklich eine wunderschöne Pfifferlingsstraße gefunden. Die sind wirklich schon in einer schönen Größe. Wirklich super. Knackig. Fest. Und hier sind auch noch mal welche. Die verwechselt man hier auch ganz schnell mit den Birkenblättern. Da denkt man, man hat Pfifferlinge gefunden und dann sind es auch nur Birkenblätter. Die sehen wirklich sehr ähnlich aus wie Pfifferlinge von Weitem. Die beiden Exemplare sind auch wirklich sehr schön. Das hier wird auch ein Elch gewesen sein. Der Regen letzte Nacht, der scheint hier wirklich was gebracht zu haben. Hier kommt jetzt ein junger, flockenstieliger Hexenröhrling aus dem Boden. Verfärbt sich hier direkt blau. Wirklich einfach zu erkennen und auch ein guter Speisepilz. Ich bin hier vielleicht eine halbe Stunde im Wald und das ist hier schon die Ausbeute nach der kurzen Zeit. Wirklich schöne Pfifferlinge. Hier habe ich jetzt ersten Steinpilze entdeckt. Hier sieht man auch schon viel zu alt. Der hier ist noch etwas jünger. Schauen. Hier könnte sogar noch was sein. Obwohl, der ist auch schon sehr madig. Die sind hier wirklich sehr madig, die Pilze. In der Größe lohnt sich das eigentlich kaum, die noch mitzunehmen. Obwohl der hier auch noch verwertbar ist, hat hier diese trotzdem noch hellgelben Röhren. Der ist noch gar nicht so alt. Mal schauen, was man davon retten kann. Hier sieht man jetzt schon, ich habe sie mal aufgeschnitten. Da ist wirklich nichts mehr von zu retten.
Hier wächst jetzt noch ein kleiner. Ich denke, der ist sogar auch nach der letzten Nacht hochgekommen. In der Größe nehme ich sie eigentlich noch nicht mit. Aber sobald die etwas größer werden, sind die wirklich auch schon total madig. Der hat hier noch so einen hellen Hut, der hat also noch nicht viel Licht abbekommen. Frisch aus der letzten Nacht hier. Aber vielleicht gibt es dann auch die nächsten Tage noch ein paar. Ich bin gerade den Weg hochgelaufen. Da habe ich in diesem relativ jungen Fichtenbestand Schilferlinge gefunden. In den höheren Wäldern habe ich bis jetzt noch nicht so viele große Gruppen gefunden. Ich laufe auf jeden Fall immer diese Forststraßen ab. Vielleicht sieht man es auch schon. Laufen wir mal hier rein. Hier stehen sie. Sind wirklich auch noch schöne dabei. Da geht's weiter. Und wenn man dann sich umschaut, dann sieht man, dass da oben auch noch mal so eine Gruppe ist. Wir wachsen wirklich sehr viele auf einen Fleck. Es sind auch noch einige schöne dabei. Hier steht jetzt auch ein Exemplar vom Kuhmaul, hat diese schleimige Huthaut. Über diese Lamellen ragt die im jungen Alter noch drüber. Da ist hier eine Schicht davor. Ist ein essbarer Pilz. Wird auch Gelbfuß genannt, wegen diesem gelben Fuß. Hier ist essbar. Man sollte aber diese schleimige Huthaut abziehen. Das sind hier wirklich viele Pfifferlinge in diesem Waldstück. Also ich gehe von Stelle zu Stelle gerade. Leider sind viele schon vertrocknet und dann durch den Regen wieder durchnässt. Aber es sind auch noch einige dabei, die ganz okay sind. Die hier noch mit Moos bedeckt sind,
Die sehen auch noch relativ gut aus. Die verstecken sich hier richtig unter Moos. Und da sind die auch noch relativ frisch und fest, weil dort sich die Feuchtigkeit gehalten hat. Langsam füllt sich der Korb. Die hier sind jetzt wirklich auch noch relativ frisch. Und die sich hier unter Moos sind richtig versteckt. Sind dann noch richtig hellgelb hier. Die hier sind auch schön. Der ist auch noch wirklich sehr fest. Der Bereich vom Wald ist jetzt auch irgendwie viel moosiger als dort unten. Da habe ich vorhin die ganze Zeit gesucht. Hier kann ich auch nochmal zeigen, wie versteckt die hier sind. Also ist hier richtig tief unter Moos. Und die sind wirklich hier an der Stelle gerade perfekt. Ich entdecke gerade irgendwie immer wieder neue, die durchs Moos blitzen. Wirklich super hier. Hier scheint jetzt die richtige Stelle gefunden zu haben. Ich werde jetzt auch nicht mehr jede Stelle zeigen. Erste Schub der Steinpilze, der ist hier vermutlich schon vorbei. Hier sind wirklich nur noch alte. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr so viele zeigen, aber hier habe ich jetzt wirklich eine der schönsten Stellen gefunden. Knallgelbe, perfekte frische Pfifferlinge. Die sind auch schon ziemlich groß. Die sind jetzt wirklich perfekt. Überall stehen hier die Pfifferlinge. So eine schöne Stelle hier. Jetzt wird leider der Akku langsam alle. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen suchen und dann zurückgehen und euch das Ergebnis zeigen.
Hier habe ich jetzt sogar noch Glück gehabt und einen schönen Fichtensteinpilz gefunden. Hat noch weiße Röhren, diesen weißen Hutrand, weißes Netz auf dem Stiel. Speckiger Hut. Der ist wirklich noch sehr frisch und jung. Hier stehen auch überall wieder Pfifferlinge. Aber ich vermute, hier muss ich nochmal hingehen. Der Akku ist jetzt leider alle. Und hier steht jetzt wirklich noch alles voll. Ich sehe hier überall noch kleine Gruppen. Der Pilzkorb ist jetzt schon gut gefüllt. Ich würde mal schätzen, 2 Kilo werden es vielleicht schon sein. Ich werde jetzt auch erstmal zurückgehen. Und ja, vielleicht komme ich in den nächsten Tagen oder heute nochmal hier vorbei. Und dieses Waldstück hier ist wirklich, denke ich, noch einiges zu holen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und bis bald.